the power of the dark side. Wie komme ich dorthin? Neurotoxisch ist und auch mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns, die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Patient X war der Katalysator, der zur vollständigen Annahme des Titan-Prozesses führte. Wir danken allen Ich bin zurück in der Klasse. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Er ist der Rechner. Geschichten der sogenannten fiese Hutbrecher. Er ist hier! Nee, mach ich genau so schnell. Alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Kämpfe. Die Federmaus! Los, Batman! Du steckst wie ein alter Mann! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Wenn ich rauskomme, wird... Joker hat den Raum mit Gas geflutet und wir sind hier gefangen. Ich kann die ganze Nacht hier sitzen, aber der Doc sieht nicht gut aus. Dann müssen wir uns beeilen. Oh, alles voller Gas. Lösungen. Okay, das ist die Lüftungsschicht. Unter mir ist der Schalter. Kannst du das hören? Das Pult zeigt, dass Ventilator 1 Strom erhält. Sollte es nicht gut sein? Bitte, ich will nicht ins Gras fallen. Da läuft das Kabel entlang. Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entgiften.
aus, bleib cool. Alle drei Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Überraschung, Überraschung. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich. Und hab's endlich geschafft. Was ist hier los? Mein Funkgerät ist ausgefallen, nachdem du Joker reingebracht hast. Ich weiß nicht. Wir schließen ihn weg, er kommt raus und mehr Menschen sterben. Wenn ich nur ein... Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Sharp sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher. Was läuft auf vier Beinen, dann auf zwei und schließlich auf drei? Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf vier Beinen, als Erwachsener läuft man auf zwei und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle drei ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen vier. Aber schneid ihm die Beine ab und es kann nur noch auf zwei Stümpfen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf drei herumrumpeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby. Eine Minute mit diesem Tier allein wäre. So, mal gucken wir mal, wo es weitergeht. Hier vielleicht? Ne. Abgeschlossener Raum. Vielleicht steht oben dann. Definitiv der Wacke-Tür. Oh, da ist was. Das hat mir angezeigt, aber ich weiß nicht, wie ich es öffne. Gehen wir wieder in den Schacht und schauen nach, ob wir da irgendwie rumkommen. Lustig. Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du... Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich.
Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel! Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass ihr ins Gesicht geschlagen wird. Schlägt wie ein Mädchen. Wirf ihn zum... Du wirst bluten, Batman! Woher wartet ihr? Den 1. April? Geht sofort herunter! Die alle barfuß sind, oder? Mit dir, Bats. Alle barfuß. Ich lege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Wo waren denn dem zwei Pupille? Ich vermute mal, dass wir da hoch müssen. War nicht so verkehrt, aber auch nicht richtig. Klinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Sitze an der Ringseite. Harley bringt Pucko mit. Ich kann's nicht erwarten. Alle Patienten ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte. Jetzt tun wir das mal mit seiner Betäubung. Der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt es. Die sogenannten Superverbrecher, die hier behandelt wurden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Unsere Flügel mit geringen Sicherheitsanforderungen bieten normalen, aber aufgewühlte Super. Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman! Wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber... Wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Nur zwei Stück. Drei. Okay, die schauen wir doch mal schnell aus. Gestank von Krankenhäusern. Es ist... Oh Gott, ich habe ihn verloren. Ist das alles, was du da aufmachst, Batman? Ich stehe da raus!
Die waren doch schneller ausgeschaltet, jetzt haben wir den Fahrstuhl. Upgrade. Zu leicht. Denk mal drüber nach. Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Rum! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Ich muss Scarecrow. Hilf mir, Batman! Nein! Das ist wie Horrorfilm gemacht. Na, ich hab mir schon gesehen. Die auch? Es tut mir leid, Trin. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Das Matschgeräusch. Du solltest nicht hier sein. 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 So 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 solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Blackouts every other night.